So Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. GTA 5, ja. Dieses Mal habe ich mir einen anderen Mod reingepackt. Es ist zwar kein Kammod-Video, aber wir fahren trotzdem einfach mal ein bisschen rum. Und zwar ein Lamborghini Aventador. Immer noch nicht groß getestet oder so. Ich hatte ihn auch schon mal drinne, musste ihn damit wieder rauslöschen, weil ich nicht online spielen konnte, komischerweise. Ja, jetzt ist halt eine neue Version draußen. Ich dachte, mir kannst du ja mal testen. Wir fahren jetzt einfach mal so ein bisschen rum. Und ich erzähle einfach mal etwas. Ja, weil ich hatte gestern beziehungsweise heute hatte ich auch schon mal ein Video hochgeladen. Aber aus irgendeinem Grund hat da einfach die komplette Audiodatei gesponnen. Ich glaube, da hat einfach Sony Vegas ein bisschen scheiße gerendert. Hat mich prinzipiell ganz schön aufgeregt. Aber naja. Deswegen mache ich jetzt einfach ein neues Video. Facecam ist übrigens auch ein Start. Man sollte mich eigentlich relativ gut, doch, relativ gut sehen. Falls ihr euch teilweise fragt, wo ich hingucke, bei mir ist das Ganze so aufgeteilt. Ich halte mal ganz kurz an. Na, da vorne ist extra so eine Parkbucht. Praktisch dort ist meine Webcam. Da gucke ich jetzt auch rein. Da unten ist der Monitor, wo ich drauf zocke. Da ist der Monitor, wo mein Programm läuft, Open Broadcaster. Und da ist halt mein Fernseher, wo ich halt PS4 oder so drauf zocke. Also falls mal mein Kopf in die Richtung geht, liegt das nicht daran, dass ich komplett behindert bin oder eine Zuckung habe, sondern einfach weil ich gucke, wie die Qualität ist, beziehungsweise ob auch alles aufnimmt. Weil ich ehrlich gesagt keinen Bock habe, die ganze Kacke nochmal zu machen, beziehungsweise dann noch ein drittes Mal zu machen. Weil ich glaube, entweder war es ein Renderfehler oder ich hatte die Rauschsperre aktiviert. Ach, hier sind wir jetzt. Was kann man denn hier alles machen? Können wir mal ein bisschen hier rumfahren? Ah, hier ist also eine Sackgasse. Natürlich perfekt. Nicht. Aber ich finde der Aventador, Alter, der sieht schon nice aus. Wir können mal kurz gucken, wie das unter Motor aussieht. Beziehungsweise allgemein, wie der Motor denn aussieht. Ja. Können wir die linke Tür nicht aufmachen? Wow. Was ist das denn? Jetzt ist da. Oh mein Gott, wie unnötig ist das denn? Ja, okay, den Spoiler können wir rein theoretisch mal offen lassen, weil das ist ja ein Spoiler, kann man eigentlich sagen. Und Interi. Oh, der Drehzahlmesser funktioniert. Aber leider keine kmh-Anzeige. Ich persönlich weiß jetzt nicht, wie schnell ich fahre. Aber die Sitzposition, die sieht ganz fresh aus. Also man kann schön fahren so. Man sieht zwar nicht, wie schnell man fährt, aber das funktioniert trotzdem. Und für die Leute, die sich fragen, wieso ich hier so gechillt sitze, ich zocke mit einem PC-Controller, weil PC auf Tastatur und Maus, weiß ich nicht, das ist. Da zocke ich lieber Shooter oder so drauf, beziehungsweise halt CSGO, Ego-Shooter oder eben Black Ops. Boah, ich fahre wieder wie ein behindertes Kind, ne? Nein, jetzt muss ich niesen, ich hoffe nicht. Was denn? Ich meine, so fast testen hier. Das ist jetzt schade. Weil wir sehen jetzt hinter uns ist ein Auto. Und es wird aber kein Auto angezeigt im Spiegel. Obwohl das eigentlich der Fall sein müsste. Ja, doch, müsste eigentlich. Aber wird leider nicht angezeigt. Wäre nochmal ein geiles Feature gewesen, aber naja, ist auch egal. Ja, worüber ich halt in einem anderen Video gesprochen habe, welches komplett verbuggt ist, ist hauptsächlich die Situation Kanal, Videos, wie geht das weiter? Weil momentan habe ich ja noch Ferien, das heißt, ich produziere ein paar Videos vor. Was heißt paar? Ich habe sie bis September ungefähr vorproduziert.
Aber wie es halt dann weitergeht. Weil momentan, also ich habe es halt so geregelt, dass ein Video in der Woche kommt, weil es halt besser als gar kein Video. Und ich will mir auch noch vielleicht eine Elgato zulegen, sprich, dass ich auch noch von PS3 bzw. PS4M aufnehmen kann, und wäre auf jeden Fall recht nice. Frage ist aber halt, ob das so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Weil Elgato, ich weiß nicht, ob die noch 160 kostet oder ob die jetzt schon ein bisschen billiger geworden ist. Weil bei Mediamarkt hatten sie die sogar mal, sogar die HD60 für 148, glaube ich. Hab mich total gewundert, wollte ich eigentlich direkt mitnehmen, aber hatte leider nicht genug Geld mit. Und ja, aber auf jeden Fall Videos. Ich habe ab dem 4. September, glaube ich, wieder Schule. Also wird auch wieder perfekt auf die Straße gekommen, würde ich sagen. Ja, doch, ich glaube ab dem 4. September. Und ich weiß halt persönlich nicht, wie es dann aussieht mit Videos und so, weil, naja, wenn man halt früh aufsteht, ich gehe meistens immer so Schulzeit halb. Das waren ja 8. Meistens immer so halb 10 ins Bett. Freiwillig halt, weil ich bin jemand, der relativ viel Schlaf braucht, und es bringt mir nichts, wenn ich bis 11 wach bleibe. Da morgens in der Schule, da eher wie so ein Zombie bin und dann gar nichts mehr mitbekomme. Weil man sollte schon versuchen, einigermaßen in der Schule aufzupassen, auch wenn es teilweise langweilig ist. Aber es ist halt essentiell wichtig für spätere Leben. Deswegen muss ich das einfach mal gucken. Es wird sowieso nochmal ein Infovideo kommen. Ich will auch noch ein bisschen meine Qualität aufrüsten. Das Ding ist, dass momentan einfach ein bisschen wenig Money am Start ist, weil ich brauche rein theoretisch ein neues Lüftersystem, ich brauche eine neue Grafikkarte, ich brauche einen neuen Prozessor. Ich bräuchte eine Elgato. Ja, und dann halt noch ein paar Sachen für Shisha und so, also weiß ich nicht. Wenn es wirklich so sein soll, wie ich es mir wünsche, vom Geld her bräuchte ich, kann man ja mal durchrechnen, ne? Prozessor knapp 300, Grafikkarte nochmal 250. Ein neues Mainboard brauche ich, ein neues Lüftersystem, vielleicht neue Festplatten, vielleicht dadurch auch ein neues Netzteil, Arbeitsspeicher, also eigentlich muss wieder alles neu gemacht werden, eigentlich komplett behindert, aber ist auch egal. Dann noch, wie viel sind wir da? Haben wir auch so 700-800 Euro, sind das bestimmt irgendwann. Dann braucht man halt noch. Und ein bisschen brauche ich halt noch vielleicht ein neues Mikrofon. Auch nochmal 100. Wenn man ein einigermaßen billiges nimmt. Ist natürlich jetzt nicht so schön von der Qualität her, aber gehen wir mal von 100 Euro aus. Dann noch eine Elgato, 150, sage ich einfach mal. Pff, das sind schon über 1000 Euro, ja. Ich meine, ich könnte jetzt auch rein theoretisch einfach Firmung machen, weil ich bin katholisch, und dann würde man wahrscheinlich auch noch ein bisschen Geld kriegen, aber. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, so scheiß Firmung zu machen. Ich bin nicht behindert. Und nein, das soll jetzt nicht heißen, dass jeder, der Firmung macht, behindert ist, aber ich mache halt nicht Firmung, nur damit ich dann halt Kohle kriege, weil wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann weiß ich nicht. Ich habe da halt eine etwas eigene Meinung. Was das angeht, warum fahren wir hier überhaupt mit dem Aventador auf Gelände? Ist doch komplett hirnrissig. Aber ich muss sagen, der Mod, der gefällt mir schon ganz gut, ja? Würde man vernünftig nochmal den Motor sehen können, also man sieht ja praktisch hier hinten den Motor drinne, und das sieht auch an sich nicht schlecht aus. Ich weiß nicht, ich glaube, das sind 12 Zylinder. Sieht auf jeden Fall not bad aus. Ja, auch die Fälgen und so alles, das war ja auch beim letzten Mal nicht schlecht. Auch das Optische. Wir können dann mal wieder in Matt lackieren, hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Respray. Matt. Ne, das sieht doch scheiße aus. Metallic. Oh, das sieht fresh aus. Naja, aber halt, wie gesagt, da muss man dann einfach mal gucken, wie das vom Geld da passt, weil, also auf PC kann ich momentan noch spielen. Das Einzige, was halt ein bisschen nervt, ist halt, dass, weiß ich nicht, düsenantriebartige Geräusch, das mein PC produziert, nervt mich etwas. Wie lange nehmen wir überhaupt auf? Oh, 10 Minuten. Okay.
Ich muss sagen, also wenn man hier so mit dem Auto in der Cockpit-Perspektive fährt, das macht schon Fun. Das gibt schon ein bisschen Rennspiel-Feeling. Weil die Hand, die sitzt meines Erachtens einfach perfekt am Lenkrad. Ja, das hat er richtig gut gemacht, der Modder. Ich meine, dafür sitzt er zwar hier noch ein bisschen Fail, aber das ist ja erstmal, weil man sieht, die Beine, die sind praktisch in dem Blinkschalter drin, zum Beispiel. Aber da guckt man ja erstmal nicht drauf, ja. Also das muss man dann halt vielleicht noch ein bisschen verbessern. Aber prinzipiell kann man da erstmal überhaupt nichts gegen sagen. Auch immer schön die Stoppschilder beachten. Ich feiere das gerade, dass der Drehzahlmesser geht, aber es ist ein bisschen unrealistisch, dass er nur bis 6 bis beziehungsweise bis 7000 Touren dreht. Naja, da hat der Modder dann wohl noch nicht so viel gemacht. Ich glaube, das sieht bei anderen Mods anders aus, ich weiß es nicht. Weil rein theoretisch müsste der locker bis 8000 Touren, sage ich einfach mal, drehen. Das ist ja eigentlich für einen Aventador mit einem 12-Zylinder, ich weiß es nicht, dreht der nur bis 6000? Kann ich mir eigentlich nicht so wirklich vorstellen. Naja, ist auch, ist mal egal. Aber ich finde es schön, man sieht auch, dass eine Glasplatte vor ist und alles. Geh mir manchmal auf den Sack, Alter. So sieht das hier nämlich aus. Ja, aber wie gesagt, ich muss halt mal gucken wegen der Videosituation. Ich denke mal, dass jetzt einigermaßen kontinuierliche Videos kommen werden. Eigentlich habe ich auch mehr Bock, mir eine Elgato anzuschaffen, weil, weiß ich nicht, das bringt halt an und für sich wesentlich mehr, ja. Ich kann viel mehr aufnehmen. Und es ist nicht so, es rauscht halt nicht auf APS-4, beziehungsweise es gibt halt nicht so eine lauten Töne von sich. Und daher kann ich sowieso mit Audacity aufnehmen, weil so ist mir das ein bisschen zu kompliziert. Weil ich müsste dann praktisch meine Stimme mit Audacity aufnehmen. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, für was das ist ein Programm, womit man die Stimme aufnimmt. Das ist auch von der Qualität her wesentlich besser als das, was es jetzt ist. Problem ist aber wiederum, ich müsste die Stimme nachsynchronisieren. Weil ich dort nicht automatisch aufnehmen kann, dann muss ich halt auf den Knopf draufdrücken, praktisch auf den Record-Knopf. Und bei Open Broadcaster kann ich einfach einen Knopf drücken. Also eine Taste auf der Tastatur, in-game. Und dann nimmt das schon auf, ja. Und das geht bei dem Programm, wie gesagt, halt nicht. Das ist halt ein bisschen scheiße. Deswegen muss ich da mal gucken. Da müsste ich halt synchronisieren und dann müsste ich halt sagen, jetzt nach links lenken, nach rechts lenken, jetzt drehen oder was weiß ich. Und das ist halt ein bisschen scheiße. Und das wäre halt auf PS4 ein bisschen was anderes, wenn man da zum Beispiel in Black Ops 3 ein Live-Commentary macht. Und dann zählt man ja sowieso mal so ein bisschen die Sekunden runter. Weil da kann man halt auch zur Not gleich aufnehmen, ja? Das ist halt nicht so deutlich das Problem. Weil dort ist der Monitor, ich kann mit meiner Maus trotzdem noch alles bedienen. Lol, warum haben wir den denn jetzt berührt? Das fand ich jetzt aber nicht so optimal von denen, ne? Das fand ich jetzt nicht so toll. Ja, und nochmal gehen, warum auch nicht? Ja, das wollte ich halt in diesem Video einfach nur mal gesagt haben. Ich werde jetzt davor nochmal ganz kurz wenden, da hinten noch ein Parkplatz fahren. Und dann wird der Part auch schon, denke ich mal, wieder vorbei sein. Oh komm, jetzt haben wir mal hier unsere Rückwärts-Einpack-Skills. Man sieht auch so richtig schön im Rückspiegel, wo was ist, ja. Gerade war das nicht, oder? Ja, ist ein bisschen doof, weil der anders parkt. So. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, ob ihr sowas feiert oder ob ich eher so bei Karmods bleiben soll. Dann sage ich an der Stelle, haut rein, Leute, ciao.